Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Bausimulator oder Construction Simulator, was ihr auch. Wie heißt das auf Deutsch? Mist. Was ihr auch bevorzugt. Genau, das ist das Wort. Wir haben in der letzten Folge einen Falschparker aus einer Grube gehoben und diese Grube dann auch noch ausgehoben. Genau, Harpe. Der Sturm hat ja ein ganz schönes Chaos angerichtet. Bevor wir richtig arbeiten können, muss die Baustelle freigeräumt werden. Dafür brauchst du kein schweres Gebiet, räume den Bereich frei, dann erzähle ich dir, wie es weitergeht. Okay. Ja, genau. Hier wurden ein paar Bahngleise unterspült. Da. Und, da müssen wir natürlich schnell aufräumen. Bereich aufräumen. Zack. Finde ich gut. Die waren noch in Arbeit, oder wie, die Gleise hier? Okay, alles schön aufgeräumt. Sehr gut. Jetzt haben wir natürlich das Problem, gut, der Kies, der muss neu verteilt werden oder so. Da brauchen wir dann wahrscheinlich gleich eine Raupe oder so, ha? Schauen wir uns an. Gut, jetzt fahr zum Kieswerk und besorge uns eine Ladung Kies. Das sollte genügen, um die Gleise wieder zu verfüllen. Ach, ich habe gesehen, dass der Tank fast leer ist. Auf dem Weg liegt eine Tankstelle, die offen haben sollte. Mach ihn dort voll. Und jetzt ab mit dir, es ist höchste Eisenbahn, dass wir hier zu Potte kommen. Ja, okay, ich habe vielleicht ein bisschen lang gebraucht für den Bagger und so. Ja, lass mich. Leben der Spur beendet. Wo müssen wir hin? Da. Oh, können wir keine Schnellreise machen. Machen wir noch nicht. Auf geht's. Ja. Und ihr so? Was sagt ihr noch so? Warum ist der Tank jetzt plötzlich so alle? Naja, gut. Was sagt ihr so zum Construction Simulator? Ich habe letztes Mal ein bisschen... Sorry. Hier, Baustelle und so. Habe ich ein bisschen gelabert während des Bagger... Baggerfahrens und Baggerns. Allerdings habe ich das wahrscheinlich größtenteils rausgeschnitten, weil, ja, es ist halt einfach nicht so spannend. Ich meine, ich habe ewig gebraucht, bis ich gecheckt habe. Ah, guck mal. Sorry. Es gibt einen Construction-Modus hier. Und, ja, da sieht man natürlich, wo man noch baggern muss und wo man nochmal ansetzen sollte. Das habe ich allerdings ein bisschen spät gecheckt. Habe dann noch ewig rumgebaggert, habe dann noch mit dem Joystick rumgefummelt. Hab das erstmal eingerichtet und ja, dies, das halt, ne? Auf jeden Fall. Bis wir dann im Multiplayer sind, da werde ich mir das auch nochmal angucken. Das war noch okay. Ja. Machen wir auf der Autobahn um die Autobahn. So. Rex. Coole Tankstelle. Sagen wir fahren hier hin. Tankstelle entdeckt. Man kann ja die Tankstelle reparieren. Das ist interessant. T. Übrigens 88.000 Credits mittlerweile. Halte T gedrückt. Okay. Und 2.500 Grad bezahlt. Was Sache. Okay, aber bei Tankstellen repariert man auch, das ist gut zu wissen. Ich wollte gerade sagen, zweispurige Ausfahrt für eine... Ja, sorry, ich bin halt Baumaschine. Zweispurige Ausfahrt für eine Tankstelle ist ein bisschen übertrieben. 800 Meter, uiuiui. Ja, egal, ob man links oder rechts reinfährt. Hey, Schüttgüter kannst du übrigens im hinteren Teil des Kieswerks. Orientiere dich an den... Okay. Wait, ich soll da durchfahren? Och, gib mir doch nicht so Verwirrungen. Oh, guck mal, wie süß. Das ist Harpe. Erde. Warum zeigt denn der mir einen Bereich Richtung Erde an? Ich brauche Kies. Ja, genau. Es gibt Erde, Kies und Sand. Das haben wir ja auch in der ersten Folge
gelesen. Alt-G gedrückt oder öffne das Kontextmenü und wähle. Warte. Bordwende. Ach, guck mal, wir können das aus dem Cockpit ausmachen. Das müssen wir mal einer sorgen. Befüllen. Uiui. Die Baumaschine ist voll. Also, das geht besser. Ich sag mal ehrlich. Okay, also man wollte wirklich gucken, dass man da ordentlich drunter steht. Und nicht in der Innenperspektive fahren. Halt, stimmt, wir können schnell reisen. Die Ladung bewegt sich sogar. Schnellreise. Wir kriegen einen kleinen Radlader. Ja. Radlader. So. Und jetzt Kies liefern und entladen. Den soll ich da hinschütten? Ja? Kann das da schütten? Ja, ich habe gelesen, dass ich gucken soll, wie man Kies ablädt. Danke. So. Hoppala. Okay. So. Funktionsmodus ist gewählt. Tab. Okay. Interessant. Zurücksetzen, Rücktaste. Okay. Merke ich mir. Eins. Pritschenwagen mit Korn. Ne Pritschenwagen mit Korn. Eigentlich von kleinerer Lasten, ja. Okay, bla bla bla. Im Fahrmodus kannst du die Pritsche heben und senken. Die hintere Ladeklappe öffnet sich dabei automatisch. Okay. Einarbeitung. Das Verteilen mit dem Pritschenwagen erfordert etwas Einarbeitung. Mit folgenden Fahrzeugen kannst du abgeladenes Schutzgut verteilen. Panierraupe und Radlader. Okay. Also ich kann jetzt hier... Lol, ich... Okay, das muss ich auch noch anpassen, dass ich nicht mit dem Joystick vor und zurück fahre. Abschütteln. Ui, 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 ui. Ja, das war genau so geplant. Okay. Gut zu wissen, dass ich Schildgüter nicht irgendwo hinkippen kann, wo ich sie nicht hinkippen soll. Nachdem du den Kies abgekippt hast, verteile ihn an die Frontschaufel des Baggerlader. Er steht schon an den Gleisen bereit. Baggerlader. Yeah. Jo. Uppala. Es geht weiter mit dem Baggern. Wir haben eine Doppelbelegung. Das muss ich kurz ändern. So, und das muss ich dorthin kippen. Genau, wenn wir nämlich V gedrückt halten, dann sehen wir das hier. Ein bisschen Erde aufgelöst, glaube ich, nicht gut. Steck nicht gleich fest, ey. So eine Drama-Queen. Komm, raus mit dir. Danke. Thank you.
Also schön ist was anderes. Ich weiß. Guck mal, jetzt füllen wir das nämlich hier auf. Bin ich gut? Sehr schön, haben wir geschafft. Bin ich gut? Oh, fällt gleich der Zug wieder drüber. Ich glaube, ich bin nicht ganz so sicher, aber was soll's. Du. Haare zu Hapes Firma. Mit was? Mit irgendwas. Ist so schön ruhig, ey. Die Wackelfigur ist schon echt lustig. Sollen wir hier parken? Ah, da bist du ja. Ich muss sagen, das war wirklich gute Arbeit. Ich bin beeindruckt, du scheinst mir ein Naturtalent zu sein. Hör mal, ich habe während der Ereignisse letzte Nacht gemerkt, dass ich langsam zu alt fürs Geschäft bin. Ich habe alles erreicht, was ich mir vorgenommen hatte. Und nachdem du hier gerade eindrucksvoll gezeigt hast, aus was für einem Holz du geschnitzt bist, kam mir der Gedanke, dass du doch meinen Laden übernehmen könntest. Ich überlasse ihn dir zu einem symbolischen Preis. Gerne helfe ich dir auch am Anfang noch etwas, dich zurechtzufinden. Und? Was meinst du? Kommen wir ins Geschäft? Nö. Na doch, klar. Okay, wir kriegen nicht mal eine ironische Wahl oder so. Die Firma übernehmen. Okay, wir können auch. Haben das war ein rascher, aber dennoch verdienter Aufstieg. Eben noch hast du in den Tag hineingelebt und plötzlich gehört dir eine ganze Firma. Das Beste wird sein, wenn du dich in Ruhe mit den verschiedenen Bereichen deiner Firma vertraut machst. Um dein Unternehmen zum Erfolg zu führen, empfehle ich dir, zunächst einen genaueren Blick auf die Ausbaustufen zu werfen und dich an die Erfüllung der dort aufgelisteten Ziele zu machen. Und auch in den Fuhrpark und die Finanzen solltest du mal reinschauen, um dich mit der Verwaltung deiner Baumaschinen und Buchhaltung vertraut zu machen. Buchhaltung, nein! Aber das Wichtigste wird sein, Aufträge zu bearbeiten. Nur so verdienst du das nötige Geld, um deine Firma weiter auszubauen und dir neue Fahrzeuge kaufen zu können. Du wirst sehen, alle Bereiche sind eng miteinander verzahnt. Also, gutes Gelingen und einen erfolgreichen Start. Und keine Sorge, ich habe immer ein Auge auf dich. So komisch wie der guckt, ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Ja, Raptor Bau und Co. KG. Autsch. Du bist im Spielerlevel aufgestiegen und hast einen neuen Fertigkeitspunkt erhalten. Schön. Oh. Ausbaustufe S erreicht. Wurst. Es sind neue Firmen verfügbar. Ausbaustufe S erreicht. Es sind neue Firmenerweiterungen verfügbar. Willst du das Ausbaumenü öffnen? Warum ist da erst ein paar Aufträge hier in der Gegend nach dem Unwetter? Ja, okay. Ja, öffnen. Ausbaustufen. S, M und L repräsentieren jeweils die Größe und den Fortschritt einer Firma. Jede Ausbaustufe bringt dir Verbesserungen, die du freischalten kannst, sobald du sie dir erarbeitet hast. Die Karte auf der linken Seite ist deine Levelkarte. Sie zeigt an, welche Ziele du erfüllen musst, um die nächste Stufe zu erreichen. Ja, okay, klassisch. Die Karten auf der rechten Seite zeigen dir im Detail, was zum Erfüllen deines Ziels notwendig ist. Ist eine Aufgabenkarte erfüllt, kannst du dir für den jeweiligen Preis deine Belohnung hier im Menü freischalten. Ja, die muss man kaufen, die Belohnung, oder was? Ja, toll.
Um in, mit deiner Firma in das nächste höhere Level aufzusteigen, musst du alle Aufgaben der jeweiligen Levelkarte erfüllt haben. Schön. Kauf, Baumaschinen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kredit in Höhe von 250.000 an. Oh Gott, oh Gott. Kontextmenü Hilfsarbeiter, okay. Besitzt insgesamt 3 Baumaschinen, um einen Mechaniker vor Ort einzustellen. Der Mechaniker kümmert sich um alle anstehenden Reparaturarbeiten. Gut, dann müssen wir jetzt zur Tankstelle fahren. Wobei das ist auch keine große Aufwand ist. Öffne MD-Karte und absolviere 3 Nebenaufträge. 3 Nebenaufträge. Okay, das sind Nebenaufträge hier. Uiuiui. Ui, ui. Kieswerk Steinbruch. Okay. Das ist ein Waldgebiet. Jede Menge unentdeckte Orte. Garagenbau. Parkanlage. Geschätzter Gewinn. Bauabschnitte 5. Dauer. Garagenbau. Kehrsstraße. Baustoffe. Also gut, das ist der Baustoff. Garagenbau. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal die Parkanlage. Hä? Auftrag ansehen. Oh, ja, ja. Okay. Also hier können wir anscheinend auch einstellen, wie... Ich habe leider keine Empfehlungen. Na toll. Wie viel Arbeitsumfang wir haben wollen. Okay, lass mal auf Mittel. Landschaftsgestaltung. Okay, Baumaschinen, Ebenen. Kann ich das ja anklicken oder wie? Okay, Baumaschine mieten. Nehmen wir den, würde ich sagen, erstmal an. Oder... Firma. Okay, wir schauen uns erstmal weiter um. Um dein Unternehmen erfolgreich zu führen, solltest du die Geschicke deiner Firma nicht dem Zufall überlassen. Von hier aus kannst du deine Firma verwalten, während du sie kontinuierlich weiterentwickelst. Ausbaustufen, das war, wo wir hier da waren, genau. Fuhrpark. Oh Gott. Geliehene Fahrzeuge haben das Symbol. Können auch zurückgegeben. Fahrzeughalle gelagert werden. Wenn du eine Maschine auslagerst, wird sie auf deinen freien Platz auf mit deinem Firmengelände gestellt. Genau. Genauso kann auch nicht in transportierte Baumaschinen eingestiegen werden. Achso, jetzt wenn ich also den Radbaggerlader auf das Ding lade. Genau, ob sie repariert werden muss, bla bla bla. Das sehen wir hier. Und das ist der Reparaturstatus wahrscheinlich dann. Profil. In diesem Bereich findest du alle Informationen, die dich und dein Spielerprofil betreffen. Wenn du dort deine Fähigkeiten einsehen, verbessern, den generellen Spielfortschritt beachten und das Handbuch durchgreifen. Das Handbuch, Fertigkeiten. Du sammelst Erfahrung, indem du die Aufträge abschließt und die Spielwelt erkundest. Hast du genug Erfahrungspunkte verdient, steigst du in der Stufe auf und erhältst Fertigkeitspunkte. Du kannst Fertigkeitspunkte verbessern, indem du zuvor verdiente Punkte in die Fähigkeiten investierst. Okay, also wir haben nicht nur ein Level-System, wir haben auch ein Skill-System. Krass. Ausgeben. Heißt das, ich habe 2 oder nee, hier verfügbare 1. Oh Gott, oh Gott. Schildgutkapazität. A nach B zu transportieren. Asphaltkapazität. Krangeschwindigkeit. Die Fitness. Du investierst in ein Fitnessprogramm für junge Unternehmer und das lohnt sich. Du bist flink wie eine Gazelle und springst und kletterst geschmeidig wie ein Panther. Ökonomisches Fahren, Meisterschrauber. Verschleißreduzieren, naja, okay. Plus 10%? Aber meist habe ich, glaube ich, das Schaufeln genervt. Ah, machen wir so. Wenn noch einige kommen. Aber gut, ich würde sagen, dann war es das erstmal von dieser Folge. Mit dem Tutorial. Wenn alles nach Plan läuft,
dann wird es ab der nächsten Folge im Multiplayer geben. Ansonsten sehen wir uns dann nochmal im Singleplayer hier. Aber bis dahin einen wunderschönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.